So, der Tote kehrt zurück. Man will ja noch nicht so schnell aufgeben. 83% Spielzeit, 7 Stunden 3. Ja, ich glaube nicht, dass es 7 Stunden 43 Minuten waren. Ich habe ja sowas legitim gespeichert. Mindestens eine Sache will ich auf jeden Fall noch wissen. Das lässt mir nämlich keine Ruhe. Oh, ist eigentlich... erstmal noch okay, warte. So. Der erste Raum war der hier. Da kommt man runter, ne? Mich fuckt das immer in dem Spiel so ab, dass da immer so zwischen den Räumen Luft ist. Ja, so ein kleiner Mini-Ritz, so ein kleiner Spalt. Das sieht immer so aus, als ob die Räume nicht verbunden wären. Aber da war ich noch nicht gewesen. Nee, nee, nee. Ich will immer noch wissen, wohin, was war nochmal die Aufgabe von dieser Drohne dort? Ja, wahrscheinlich. Ah, Quatsch. Solange der soll der Stream auch nicht gehen, 1 bis 2 Stunden. Sobald der Run hier fertig ist, dann war's das. Aber ich habe wenigstens eine, ich weiß jetzt wenigstens, wie ich zu dem... Ah, geht doch. Nee, geht noch nicht so ganz. Wie ich zu dem Roboter komme. Zur Wartungsdrohne da. Weil vielleicht, aus irgendwelchen Gründen, wer weiß, kommst du von dort aus ja einfach hier hin. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, wenn die Map ja so aufgebaut ist, dass da drüber eigentlich die Wachstation ist. Und du dann ganz plötzlich hier oben rechts diagonal rauskommst. Kann sein, dass die Map richtig gut gemacht wurde. Geradeaus, geradeaus. Obwohl, geht das überhaupt geradeaus? Ja, zur Not mache ich den komischen Jump dann nochmal. Irgendwo konntest du ja nicht hoch, weil irgendwo die Spider-Ball-Maschine kaputt war. Schiene. Das ist ja die geiligste Festung, sieht ja ganz schön aus. Ganz nette Musik. Zumindest in der hellen Welt. Warum ist da eine Türpanzerung? Oh, weißt du was? Achso, jetzt sind die Dinger auf einmal immun gegen Powerbomben. Vorher waren sie es nicht. Oh, er leckt mich am Arsch wirklich langsam. Junge, was ist hier gerade das Problem? Verbindet sich der Kopf jetzt eigentlich mit dem hier? Ja, tatsächlich. Die Tür jetzt auf? Ich glaube, oder?
Abend, Henrik. Die Tür ist immer noch zu. Okay, cool. Du kommst also nicht nach Rom. Ja, schön. Kannst du hier eine andere Weltreise machen, dann wieder ein anderer Scheißweg gehen. Ist ja nicht so, dass wir schon tausendmal bei dieser bei der Wachstation gewesen sind. Das Spiel ist nicht gut für einen Randomizer, also irgendwie, wirklich. Kannst du wieder die andere Seite irgendwie nach oben latschen? Hey. Die werfen ihre Scheiße immer genau dann ab, wenn du da drunter fährst. Ja, dann ist man so da oben. Ja, indem du wieder eine Weltreise machst. War auf jeden Fall, so war ich noch nicht dort. Also man kann gegen die Drohne kämpfen, gegen diese Wächterdrohne, Wartungsdrohne da, das geht. Ich habe das immer nur fälschlicherweise als das Echo-Portal, dieses Echo-Tor. Dachte ich, dass es der einzige Weg ist. Aber dabei ist das einfach nur eine Abkürzung. Wenn du dieses scheiß Echo-Visier hast, dass du das dann einfach nur als Abkürzung benutzen kannst, damit du da schneller in die dunkle Welt kommst. Geht jetzt eigentlich mittlerweile hier die Schiene? Nein. Sie geht einfach nicht, okay. Selbst wenn du das Spiel neu startest oder so, Schiene geht nicht. Bam, badadam, bam. Ich bleibe unbesiegt. Also. Wachstation. Fliegende komische Piraten. Schattenwelt. Und jetzt kommt schon wieder gleich das nächste Problem, irgendwie, dass ich da wieder irgendwas vergessen habe. Weil die nächste Sperre im Weg ist. Ja, so sieht es nämlich aus, weil da ist nämlich ein Schutzschild. Da komme ich nicht rein. Da ist das nächste Problem. Wie macht man das Schutzschild da nochmal aus? Ja, auch die ganze Zeit nur rumstehen, die ganze Zeit, ne? Und irgendwie gar nicht angreifen, einfach gar nichts machen. Kurzer Check. Ja, aber... Ja, das Schutzschild geht auch nur von der anderen Seite aus. Wie soll man im original verfickten Game dort reinkommen?
Durch Spider-Ball oder was? Soll man sich da irgendwie mit dem Spider-Ball an der Wand durchkretzen und irgendwo da reinjumpen oder wie? Junge, ich muss da rein. Ich kenne nicht mal das verschissene Original-Game, wie ich da reinkomme. Ansonsten keine Schalter hier, nix, gar nix. Riesige Halle, wo nix ist. Nichts, womit man irgendwie die Barriere da deaktivieren kann, gar nix. Das haben sie auch so gut gemacht, ne? Ja. Ne. Und ich glaube, damit ist dann auch diese Wartungsdrohne da unten nämlich auch kompletter Schrott. Ich denke mal, im Originalgame sollte man die besiegen, damit man nämlich dann eine Möglichkeit hat, in der dunklen Welt hier hochzukommen. Zack. Und dann könnte man sich nämlich dort das Item holen. Und im Originalspiel ist dort ja der Schlüssel. Ein Schlüssel für diesen Tempel hier. Das ist der Grund, warum man die Drohne besiegen soll. Anders kommt man da so nämlich sonst nicht rein. Da kann man nämlich von der Seite aus das Schutzschild deaktivieren. Dann kriegt man den Schlüssel. In dem Fall ist das hier nur ein Missile-Container. Das ist die einzige... Der einzige Grund, warum es diese komische Wartungsdrohne da unten gibt, oder wie? Dann hat das ja auch schon nichts mehr damit zu tun, was eigentlich mein eigentliches Ziel ist hier. Dann hänge ich ja schon wieder fest. Hier könnte man mit Squid Tag nicht zerstören oder sowas, ne? Das würde mir sowieso nichts bringen und... Ja. Nur durch die kinetische Kanone, die man nur durch mit dem Echovisor hier zerstören könnte. Hm.
Überall hast du die hellblauen Dinger, die du alle nicht lesen kannst. Screw, verfickter Screw-Attack. Mit Boostball lässt sich da... Danke, ich wollte gerade sagen. Was auch mal manchmal nicht funktioniert. Dieses Schwanztor hält alles davon ab. Warum ist denn hier eigentlich eine Spider-Maschine? Es ist keine Spider-Maschine, es ist einfach nur irgendeine Scheiß-Dekoration, die einfach rein zufällig... ...das gleiche, die gleiche Textur bekommen hat wie... ...wie eine Spider-Maschine. Was bald da unten? Schade. Und dann hängt man wieder hier. Das kleine Gyrosystem war unten. In der dunklen Welt sind hier an der Stelle hier nur irgendwelche Würmer halt, ne? Da existiert der Raum einfach gar nicht, der Große. Man wird nicht einmal aus dem komischen Spoiler-Log schlau.
Blablab. Das Problem ist, ich glaube, ich habe jetzt den ganzen, kann ich irgendwo den Seed nochmal nachgucken? Ja, kann ich. Der wird hier gespeichert. Permalink. Huch. Nee. Shielded Power am Arsch. Main Hydro Chamber. Alpha Block. Grapple Guardian. Warum wurde die Hydro Dynamo Station als letztes angenommen, bevor man dann sich zum Hauptendgegner gemacht hat? Ich verstehe nicht so ganz, warum wird der optionale Scheiß überhaupt hier angezeigt? Was interessieren mich irgendwelche Missile Container oder Energietanks? Eigentlich hätte hier nur das Wichtigste drin sein müssen, was du brauchst. Ach, ich kann es nicht mal ausblenden. Mining Plaza, Pickup Energy Tank. Aerial Training Site ist. Oh, Junge, es ist so schlecht, Mann. Aerial Training Site. Pickuping Hive Key. Ah, ne, da sind in Wirklichkeit die Missiles. Ja, die haben wir gesehen. Chick-up, pick-up, Dark Vision. Da kommt normalerweise was? Sky Temple Key 3. Ja, das ist richtig. Das ist normal. Caretaker Drone wird kaputt gemacht. Dann kommt man zum Aerial Training. Und dort hat er dann die Barriere weggemacht. Ich weiß ja nicht, warum danach wieder Dark Torvus kommt. Wie das hier zusammenhängen soll. Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgekleiden. Keine Ahnung. Staking a rare event. Arms Rick Brick. Main Guild Chamber event. Echo Gates, nee, man, da. Da gibt's den Sonic Boom.
Irgendwo bei. Wo war. Irgendwo in der Nähe, wo war er sonst? Aber er hat auch schon. Hä? Ich suche die ganze Zeit, wo ist. Hive Temple, nein. Ing Hive Key, nein. X, nein. Dark Turbos Key 3. Hive Dynamo Works, Pickup Skype, bababam. Missile for Echo. Ja, hier hat er das Echo-Visier aufgesammelt und wie ist er da reingekommen? Echo-Visier und dann Dark Torvus Bock. Dieser Dark Torvus Schlüssel. Dynamo Works, Spider Guardian. Gegen den hat er natürlich auch gekämpft. Gegen den muss man vorher kämpfen, das ist richtig. Der gibt einfach einen Energy-Tank, wenn man den besiegt. Lore-Scan, Lore-Scan. Hall of Combat Mystery Lore-Scan. Und wie soll er den Scan gemacht haben, wenn man doch keinen Kobalt-Scanner hat? Nein. Entweder der Run ist vorbei und dann höre ich auf, oder ich brech Feuer ab. Wo ich mit auch allen möglichen Scheiß durchgehe. Zur Not gucke ich mir auf, keine Ahnung, ganz am Ende irgendwelche Glitches auf YouTube angucken oder sowas. Sanctuary Entrance Lore. Sanctuary Map Station Pickup Missile. Die Map Station, da kommt man aber nicht rein ohne den Kobalt Scan. Oder den Kobalt Translator. Hier weiter unten hat er dann aber irgendwann, hier heißt es im Playthrough, hier unten hat er irgendwo gegen den Chica gekämpft. Wie soll das funktionieren, wenn er doch da erst gegen den Chica kämpft, man aber doch. Ich raff's nicht. Ich habe höchstens so eine andere Vermutung gerade. Ich will mal gucken, ob das hier irgendwo steht. Diese scheiß hellblauen Bälle, die wir die ganze Zeit eingesammelt haben, die 6 Stück da. Oder 5 oder 5, 6 Stück, wie viele wir davon eingesammelt haben. Soll das einfach Energie sein, die du zurückgeben kannst, oder was? Heißt das, wir müssen jetzt einfach nur wieder zum Torvos Tempel gehen auf der hellen Welt und können dort einfach die Energie wieder zurückgeben, obwohl wir die Energie gar nicht geklaut haben? Wie kriegt er hier sonst den Kobalt Translator? Er macht hier die ganze Zeit Lore-Scan, 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 wofür man alle den Kobalt-Scheiß braucht. Watch Station, Lore-Scan, Sanctuary Energy Controller. Lore-Scan, Main Energy Controller, Event Pickup. Main Energy Controller Pickup. Main Energy Controller, Main Energy Controller Pickup, Lightsuit vor. Normalerweise bekommst du den Lightsuit, bekommst aber den Kobalt-Translator. Da hat er den Kobalt-Translator aufgesammelt. Und das erst, und das bereits bevor er gegen Chica gekämpft hat. Wie? Sanctuary Energy Controller Event. Sanctuary Energy Returned. Hive Energy Controller Event. Oder ist das Spiel so darauf ausgelegt, dass du bereits die Lightsuit-Belohnung vom Umos bekommen kannst, nur wenn du den von der gallischen Festung die Energie zurückgibst? Weil im Originalspiel ging das ja nicht anders. Da musstest du ja die anderen zwei Bosse bereits besiegt haben, bevor du von der gallischen Festung die Energie zurückgibst.
dass man nur die Energie von der gallischen Festung zurückgeben muss. Und dann sagt er, okay, hast alle drei, obwohl es eigentlich in unserem Fall nur zwei sind, hast du alle zurückgegeben, hier kriegst du das Geschenk. Kann auch sein. Hive Energy Controller Event. Von der Festung hat er genommen und dann zurückgebracht. Und dann hat er angeblich das Geschenk bekommen. Wenn ich das jetzt hier so Stück für Stück angucke. Gehen wir mal zum Chef zurück, ne? Gucken, ob er was sagt. Wenn ich jetzt natürlich wieder wüsste, welcher Teleporter mich zu den Templern langführt. Ist das ein dummer Rotz hier, ey. Hier oben gibt's gar keinen Teleporter? Nee, ich kann jetzt zurück, ne? Kannst einfach wieder zurück. Das tut jetzt mein rechtes Ohr weh. Auge vor allem. Flop. Ich gehe mal den verbuggten Weg. So, lass mich raten, ich komme da nicht rein. Ja, geil. Ja, also wenn der scheiß Strat-Tag dann irgendwann mal funktioniert, dann... Wer von euch Lutscher war eigentlich schon um 7 Uhr heute pennen? Oder um 8? Juhu! Oh. Hauptsache Robert kommt um 7 Uhr vorbei. Hallo! Hey, bist du noch am Stream? Wann bist du eigentlich aufgewacht, Henrik? Du stehst doch immer so um 9 Uhr auf. Ups. Eine halbe Stunde länger, dann hätte ich dich guten Morgen sagen können. Entweder Yamato oder Rick. Keiner hat mehr gute Nacht gesagt oder sowas. Alle waren sie weg oder sind eingeschlafen vorm Bildschirm. Warte mal, was mache ich hier eigentlich? Ja so, ja, endlich bin ich ja richtig. Jetzt muss ich halt nur einen Teleporter suchen, der mich jetzt irgendwie nach oben bringt.
Warum mal welche das sein wird. Obwohl, da muss er eigentlich am Anfang sein. Ich war ja schon relativ am Anfang da oben. Zur Festung. Ich glaube, der hat mich nur zum Startgebiet gebracht hier, oder? Ich kann mich erinnern, dass ich hier diese Kameradinger zerstört habe. Ja, Mist. Der war es schon mal nicht. Um 10 warst du erst wach, ja gut, dann... Außer ich hätte es hier immer noch, bis jetzt immer noch weiter probiert. Um 10 Uhr schlafen? Nee, Mann. Weiter geht's, wo ist der nächste Teleporter, den man abchecken kann? Habe ich gerade eine Leiche angeschossen. Tut mir sehr leid. Aber war ich nicht schon bei den Tempelanlagen? Also war ich da nicht schon oben und hab nach dem zweiten Mal gefragt, ey yo, wie geht's so? Oder doch nicht? Was auch immer ich gestern getan habe, keine Ahnung. Unchristliche Zeiten. Wo geht's da lang? Also gestern hatte ich Glück gehabt mit den Teleportern. Oder heute Morgen. Da-da-da-dam. Die grüne Kralle. Kralle. Die ist alle. Allee. Allee, allee. So, wohin führt uns der Teleporter? Zum Glück ist die Knarre Klifte so richtig gut präzise. Da waren wir ganz am Anfang, oder? Argon oder was? Nee. Das sieht gut aus. Das sieht richtig aus. Triffst du ja kein einziges Mal mehr. Weil so langsam wie die Dinger auffliegen. Die Energie habe ich aber schon abgegeben bei dem Tempel, oder gestern? Jetzt gib mir die scheiß Kobalt-Translator, Junge.
Es leuchten alle drei. Obwohl du eigentlich nur zwei gemacht hast. Man braucht nur die scheiß geheiligte Festung, damit das Event triggert. Das ist einfach nur Schmlonz, ey, ganz einfach. Egal, der hat kein Schutzschild mehr. Ja, der Rest ist ja simpel, wa? Komme ich jetzt wirklich dorthin? So, das ist jetzt auch random. Oh, ist das schön gerade, dass du dich teleportieren kannst. Oh mein Gott. Als wäre ich schon direkt vorm Ziel fast. Durch Wachsamkeit und Stärke schaffen wir Frieden. Das habe ich bei den anderen 2000 Stück ja noch nie gelesen. Hoffentlich geht die Spider-Maschine. Hat man hier eigentlich schon... Okay, das ist einfach so. Also etwas. Normalerweise hat man die Powerbombe ja noch gar nicht. Ach, die Spider-Ball-Schiene ist nur Betrug? Ich kann ja meinen Spider-Ball gar nicht benutzen. Junge, geh da raus. Ich kann meinen Spider-Ball nicht benutzen. Ja, komme ich da jetzt irgendwie mal... Achso, ich muss den ja... Achso. Ernsthaft nicht getroffen? Oh, komm, ey, ganz ehrlich. Jetzt bist du wieder hier. Das ist so ein Drecksboss, ne? Mann! Jetzt bist du wieder hier. Junge, was hat der für eine Hitbox?
Schnauze. Wie du da einfach immer nie hochkommst und du dann immer auf der falschen Seite oben bist. Der Boss soll aber auch triggern. Das ist einfacher. Wäre schön, wenn man hier seinen Boost, seinen Spider-Ball benutzen würde. Könnte. Oh, warte mal, hier geht's. Wie kann man das machen? Hä? Ich hab den noch getroffen tausendmal. Jetzt verarschen? Dann nochmal, Junge. Wieso muss ich den Scheiß jetzt nochmal machen? Hä? Daran kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, auch wieder. Junge, ist das hier irgendwie Buggy, Alter? Oder was ist jetzt schon wieder los? Achso, ich muss das zweimal machen. Nein. Jetzt ist es schon wieder blau. Junge, ich verstehe ja gar nichts mehr. Ja, wie oft soll ich die Scheiße hier machen? Junge, das haben die doch auch geändert, oder was? Ich kann mich nicht erinnern, dass der Boost Spider-Wächter so funktioniert. Wir haben es auch wieder in irgendeiner Version wieder verändert oder was, in der europäischen oder sowas. Hä? Muss ich den immer wieder damagen, damit er nicht niemals aus seinem State kommt, aus seinem Green State? Vor allem, imagine, ich hätte jetzt mal Dings nicht. Du meinst Spider-Ball? Dann wäre der Kampf ja richtig AIDS. Warte mal. Obwohl, doch.
Naja, Matto, hast dich an Metroid Prime 2 noch nicht satt gesehen? Let's go, jetzt noch mehr. King 36? Lächerlich. Was lese ich da? Dann holt man sich jetzt erstmal den Schlüssel. Das war der erste Akt. Sonic Boom und so ein Scheiß brauche ich ja gar nicht. Ist eh Rotz, der Angriff. Wie häufig haben wir den Annihilator benutzt im Spiel? Gar nicht. Nur um eine Tür zu öffnen. So, wo war jetzt das Item? Das ist zu schwer, ne? Hätte mich jetzt gewundert, ob ich jetzt dort hochkomme. Da, wo die Spider-Ball-Maschine nicht funktioniert hat. Ja, die Dinger bringen jetzt überhaupt nichts mehr. Jetzt habe ich ja schon fast alles. Oh, die Schlüssel zum Dagon-Aegon-Tempel. Cool. Bang, bang, bong, bang. Ich wollte gerade sagen, da ist jetzt nichts drin. Ey, geil, mein Mutti. Plum. Also jetzt machen wir langsam mehr Damage hier. Mehr Schaden als alles andere. Mehr Schaden als die Ing. Sachschaden. Ba, ba, da. Puh, so, da ich zu faul bin, jetzt natürlich den richtigen Teleporter zu suchen. Teleportieren wir uns doch einfach wieder so. Von Tempel zu Tempel. Machen es einfach ganz einfach. Arms, Badams, Badams.
Man konnte sich doch da teleportieren, oder? Wäre komisch, wenn das nur ein Einweg-Teleporter wäre. One-Way. Bitte choose your destination. Abgeklärt. Space. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Mobsgeschwindigkeit. Boah, 0,34 FPS, heftig. Schnellster Weg zum, die Kackbrücke da. It seems. It's a bridge. Blum. Aggressives Gemüse ist aggressiv. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich muss sie besiegen. Junge, was soll der Rotz? Hä, das war doch damals auch nicht so. In der europäischen Version. Hier könnte ich doch einfach weitergehen. Aber wieso muss ich die tausendmal wieder besiegen? Ich habe die bereits einmal besiegt. Und wieso verpissen die sich da immer unter der Brücke, dass ich die nicht treffe? Also, wenn die wenigstens mal angreifen würden. Die stehen einfach nur rum. Oh mein Gott, der konnte am angreifen. Ja, heftiger Kampf, danke. Deswegen durfte ich da jetzt nicht voran, oder was? Boah, dieses Spiel. Und diese Türen. Portal? Portal. Da 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 da. Du musst sie auch besiegen. Ja, klar. Meine ganze Lightbeam-Munition verschwenden wegen der Scheiße. Klein Problem. Ich krieg eigentlich so viel Schaden davon. Ey, ich hab Leitsuit an, Mann. Das sind gefilterte Fürze. Ich schätze nicht mal der Dark Leitsuit. Ja, warte mal, was? Gib mir Munition.
Obwohl, ich brauche keine Muni, oder? Ich glaube, da ist eine Munitionsstation direkt davor. Ja. Das ist so ein schönes M, was mich da anguckt. What the fuck? Dafür gibt's Fanfare. Da. Munitionsvorrat hergestellt, aber 1000 Items suchen. Egal, ich hab Darkbeam-Munition auf 250. Fertig, gewonnen. Schön, dass ich anvisieren konnte. Gut, dass er getroffen hat. Ich halte mich die ganze Zeit im Kampf. Irgendwie. Ja, erstmal mit Powerbeam. Na, eine Rieseneichel kommt raus. Dum, bam, dum, bam. Oh, wie ein sehr fragwürdiger Skin. Macht ja noch Delfin, weißt du? Ich finde aber lustig, dass die Musik Ähnlichkeiten hat mit Grand Raider Prime 3. Ist eigentlich auch noch ein Wesen des Lichts eigentlich. Obwohl es in Säure schwimmt. Warum ist das Vieh immer noch da? Oh nein, ich wurde getroffen.
viel Schaden macht das Ding eigentlich? Das ist schön, ich schieb mich schnell unten. Der will nochmal. Raketen treffen nicht. Abgesoffen. Dass der einfach immun gegen Raketen ist, ne? Uiuiui. Stimmt, warum bin ich eigentlich. Warum bin ich eigentlich auf der Plattform? Ich bin immun gegen Säure. Ich kann einfach hier stehen bleiben. Lul. Oh, ich hätte ganz gerne mal gewusst, ob die Säure von der Larve gerade eben tatsächlich so tief ist. Oder dass es nur Betrug ist. Moin. Tag. Der hat keinen Nahkampfangriff, oder? Weil man nicht davon ausgeht, dass der Spieler in den Nahkampf gehen kann. Irgendwie greift auch nicht mehr an, so. Huch. Ja, gib mal mehr Lightbeam-Munition. Wie ist der Annihilator eigentlich so? Will er denn hin? Was macht er da? Angenehm, aber. Na, noch ganz bisschen.
Verballern wir mal die ganze Muni, wir haben ja gleich eine Munitionsstation wieder vor unserer Nase. Auf einmal klappt Säure doch. Und tschüss. Ein Schlüssel zum Himmelstempel. Ja, geil. Nice. Woo. Die scheiß Energie brauche ich eigentlich gar nicht, oder? Ah, ich mach's mal, bevor irgendwas kaputt geht. Ich verstehe eigentlich nicht so ganz die Plattform hier, ne? Die machen Geräusche. Warum sehe ich die da nicht mit meinem Echo-Visor? Das ist alles so ein bisschen, hä? Also wenn du jeden Furz hören, also merken kannst, was irgendwie so ein, was Schall ausstößt, warum siehst du dann das meiste nicht? Es gibt doch so viele Gerätschaften hier in dem Spiel, die irgendwelche Geräusche machen, oder? Energie her, Energie raus. Energie her, Energie raus. Moin, Ripto. Ja, ja, doch, besser ist es. Dann kann ich die Energie zurückbringen, kann mich dann direkt teleportieren, bin dann sofort in der Mitte. Let's go. Obwohl es eigentlich nicht so gut ist, dass ich in der Mitte bin, weil... Ich muss irgendwie zu den Tempelanlagen. Ach, gib mal Munition. Munitione. Das ist ein bisschen schade, dass ich Lightbeam, mir da noch 20 Kugeln fehlen. So, das ganze Spiel dann nochmal. Ich muss dann gleich wieder raus und... Wie viel wollen wir wetten, dass ich dann gleich wieder gegen die scheiß Piraten kämpfen kann, obwohl ich sie gerade schon gekillt habe? Trotzdem komme ich mir so lahmarschig vor hier im Spiel, ne? Sehe nix. Ja, die Explosion macht weniger Schaden als die Säure. Keine Piraten hier? Was ist denn da los? Man die Welt das wechseln, damit es wieder geschaltet wird. Oh, ach ja, Piraten, stimmt ja. Tatsächlich nicht. Sag mir bloß, ich bleibe jetzt tatsächlich besiegt. Sie bleiben besiegt! Bin zu weit, ne? Hm.
Also ich habe keine einzige Tür gesehen, die eine Sunburst-Panzerung hat. Nur diese Sonic-Boom-Kacke da. Zweimal. Ich kann mir gar nicht echt vorstellen, dass Leute, die gerne Metroid Prime 2 spielen, also so Speedrun, dass die auch irgendwie so langsam unterwegs sind. Also irgendwie. Also es gibt zwar so ein. Es gibt zwar auch so ein Dash, aber keine Ahnung, wie davon. Ich muss die. Wo ist die mit. Hä? Warte mal, das will ich jetzt sehen. Oh, geil. Erstmal voll geladen, ey. Erstmal Energie abgeben. Energie ist zwar oben und jetzt geht's in die Luft, oder? Thomas, was machst du da? Sie entzieht dem den Strom gerade. Sie arbeitet für die Inge in Wirklichkeit. Derpy derp. Okay, nehme ich mal so hin. Energietransfer abgeschlossen, sondern ich sah, dass es vorher schon war. Toll, ich kann mich jetzt nicht teleportieren. Weil der scheiß Regulator als zuzählt. Top! Geiler Randomizer! Ich liebe es einfach. Ich hätte die scheiß Energie einfach nicht nehmen sollen. Das war das letzte Mal, dass ich einen Randomizer 2 mache von Prime 2, also, ne. Junge, ist das ein Schlons hier, ey. Transporter zu irgendwohin. Keine Ahnung wohin. Bring mich einfach zu den Tempelanlagen, aber ich glaube, ich werde zu der Wüste gleich wieder ankommen. Ja, Wüste. Haupteingang. Da muss ich wohl den Haupteingang von dem Sumpf benutzen. Wo wir am Anfang waren, wo ich gesagt habe, ey, guck mal, Haselnüsse. Da müsste es ja relativ noch am Anfang gewesen sein, irgendwo. Tempelanlagen wahrscheinlich. Nee, warte mal, Portalstätte, Wurzelpfad, warte mal aus. Was war Wurzelpfad? Das Ding. Moin Jungs, schönes Wasser. Das waren noch Tempelanlagen hier, oder? Ich verstehe nicht so ganz, warum bei den Tracker einfach kein Indikator ist, dass du Go-Mode hast.
Jetzt muss man noch den richtigen, das richtige Portal finden. Wo kommen die jetzt her? Welches Portal ist denn das richtige? Ist es das hier? Nein. Es ist natürlich... Ja doch, es ist genau das, was am weitesten entfernt ist, ne? Naja. Ja, relativ. Finde ich auch wieder interessant, ne? Warum kommt die Galaktische Föderation eigentlich nicht aus ihrem Arsch, mal Verstärkung zu rufen? Wenn die Jungs hier gerade getötet worden sind. Selbst die fucking Piraten sind schneller hier als die Föderation. Zum ersten galaktischen Imperium. Dam, badam, bam, badam. Boah, egal, ich hab dich echt nicht gesehen gerade. Wie heftig der sich da reingejumpt ist. Reingeworfen hat. So, last but not least, das letzte Mal dunkle Welt, glaube ich, ja. Wieder immer noch die Türpanzerung wegfliegt, weil ich die öffne. Lol, da ist meine letzte B-Munition. Dann habe ich doch 250, 250. Cool. Aber hat man ja gesagt, glaube ich, damals, ne? Ey, da ist die B-Munition. Na egal, kommen wir später irgendwann nochmal hin, wenn wir zur Finale gehen. Damals habe ich das gesagt, vor vielen Stunden. Sehen Sie hier, meine Herrschaften. Irgendwelche Videogame Championships, Ginger Chris und Beja Blood. Die Masochisten, die richtig Bock haben, dieses beschissene Spiel im Randomizer zu. Speedrun zu spielen. Cross. Mit Hyperspeed. Da. Gab's ja eigentlich eine Munitionsstation irgendwo? Eigentlich nicht, oder? Ja, höchstens, du konntest beim Schiff auftanken, aber das Schiff ist auch ein bisschen weg. Wo war denn dein Schiff? Ach, egal, ist mal.
geht das wieder los? Let's get ready to rumble! Woo! Dieses Scheißfelsen. Welche Wand nehmen wir denn dort? Kannst du wieder Seil springen? Also. Ist halt nur Spielstufe Experte halt, ne? Damals bei dem, wo wir das Spiel richtig durchgespielt haben, die Story. Das war ja mit, das war die Trilogie, da hatten wir ja Hypermodus. Da war der nochmal eine Stange schwieriger. Okay. Der Angriff war so krass, das hat sogar meinen PC zum Laggen gebracht. So schön, dass du von der Musik fast nichts mitkriegst, weil du die ganze Zeit nur dieses scheiß Phasengeräusch in deinen Ohren hast. Junge, diese verfickten, dreckigen, scheiß Eichelpilze, die hier mal rumkrabbeln. Okay. Warum ist der da gerade nicht rausgekommen? Er war doch voll von der Explosion erwischt. Junge, verzieh dich. Wie viele 10 Jahre dauert das? Junge, was? Wie lange dauert die, das Nachfüllen der Powerbombe? Raus mit deinem Schwengel da. Junge, der Unterschied zwischen Experte und Hypermode ist ja mal unnormal. Der macht... Hä? Ein Experte hätte ich jetzt verloren schon. Was ist das für ein Scheiß? Dunkelheit. Also hätte ich jetzt schon gar keine Lebenspunkte mehr, außer nur zwei Energietanks oder sowas. Dankeschön. Na. Oh.
Bist du sauer, dass ich deine ganze abgefuckte Sippschaft abgeschlachtet habe? Verstehe ich gar nicht. Keine Ahnung, wie man das immer ausweicht, ne? Ich wollte keinen Screw Attack machen. Okay, das hat irgendwie geklappt. Ich weiß nicht ganz genau wie. Nein. Zack, ah. Oh, dass immer sein beschissener Arm da vorne ist. Slidet der hier einfach mal so rum. Es waren 30er. Shit. Vielleicht mit dem Screw Attack ausweichen? Sein Arsch sieht aus wie ein Hochofen. Junge, jetzt ist aber lächerlich, du. Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle durchgeknallt. Civic Big, du bist nicht der Einzige. Nutze Baba. Kratereinsturz steht unmittelbar bevor. Ach ne, Moment. Schneller, Sommers! Save the Animals! Ah ne, ist auch falsches Spiel. Best Friends, die muss man, da muss man keine Worte sagen. Man versteht sich auch so ohne Worte.
hätte man die Leiter einfach benutzen können. Ich verstehe immer, wie dieser Super Dash funktionieren soll. Geht das Spielchen wieder los. Ja, es ist schön, wenn der erste Fickpartikel irgendwo am Arsch der Welt kommt. Müssen wir weg. Hä? Ja, toll, und jetzt? Hä? Was ist das für ein Scheiß gewesen gerade? Es ist so lächerlich, Mann. Es ist noch schlimmer als der fucking Prime aus... Ne, das Herz aus Prime 1, Alter. So präzise. Was soll der Scheiß? What the fuck, man? Ja, geil. Triffst du einmal, schon hast du wieder verloren. Junge, ist das ein scheiß penibler Dreckskampf. Wie mach ich... Die Lebenspunkte wurden doch auch angepasst in der europäischen Version. Warum mache ich so wenig Schaden irgendwie? Das war einfach. Ich mache aber nicht mehr Schaden als mit dem anderen Beam. Zum Glück macht das immer noch mal einen ganz guten Damage-Input. Wie viel Zeit hatte ich bei Experte noch übrig? Bei Hypermodus? Das war auch knapp, glaube ich, gewesen. 40 Sekunden oder so, 30? Ja, es ist immer 8 Minuten. Ach, easy win. Da kann ich noch Kaffee trinken. Genau wie bei Prime 3, wo du mit der Fluchtkapsel abhauen musst. 8 Minuten, damit du in eine Kapsel einsteigst. Okay. Ja, sollte. Sieht gut aus.
Ich kann das nicht skippen? Hä? Warum kann ich die Cutscene nicht skippen? Weil der Randomizer vorbei ist jetzt an der Stelle oder was? Die will nur wieder einen Anzug klauen. So wie Prime 1. Hat's nur diesmal nicht geschafft. Neuer Anzug will ich haben. Hui. Oh! Geht. Ja. Obwohl, jetzt geht der Kampf erst richtig los. Das war nur Vorgeplänkel, jetzt kommt der richtige Randomness. Nächste 11 Stunden Stream, let's go. Ich hätte es auch gemacht, wenn es das gäbe. Achso, ich glaube, die Credits sind schon doppelt so schnell, ne? Werden jetzt auch gleich alle Items aufgelistet, die man irgendwo gefunden hat, wie bei Prime 1? Das Einzige, was du bei Elysia wieder siehst, ist die Musik. Das war's aber auch. Also nix für die Ohren. Natürlich für die Augen. Da steht's ja sogar. Mothball-Bombe, Wurstball, Spider-Ball, Power-Bombe, Space-Jump-Boost, Gravity-Boost, so schnell kann ich gar nicht lesen. Square-Tag, Missile-Launcher, Seeker-Launcher, Sunburst, Dark-Burst. Sanctuary, Fortress, Sentinel's Path. Dazu braucht man den... Ich glaube, das war diese Scheißkammer direkt neben dem Quadraxis-Boss. Wo man Echo-Visor für braucht. Missionsverlauf.
Seed has shielded power aids. Kudimskio. Spielzeit insgesamt. Doppelpunkt zu lang. Storyboard Gallery freigeschaltet. Kein Bonusfilm für uns leider. Weil kein 100%. So Leute, das war der Prime 2 Randomizer. Es war eine total schöne, beschissene Reise. Wie wir uns dadurch gekommen sind. Nämlich nicht. Game changes. Starts at Temple Grounds. Elevators. Niemals wieder. Junge, das ist scheiße. Es gab auch gar nicht alle Items. Irgendwie 7 Items oder sowas gab's noch oder sowas, die wir kriegen können, sammeln konnten, aber uns fehlten ja mindestens noch 20 Missile Container. Dadurch, dass die Beam-Munition aufgesplittet wurde und dass sie nur 20 gegeben hat, haben die deswegen wahrscheinlich eine Menge Missile Container eingenommen. Ach, das sind diese ganzen Hinweise. A joke halt. Ja. Wo wir die Gebühren für unser Schiff bezahlen müssten. So, Leute. Ich bin dann raus für euch heute. Wir hören uns dann entweder heute, entweder morgen oder über. Ja, morgen oder übermorgen wieder. Das wollte ich auf jeden Fall noch hinter mich bringen, den scheiß Randomizer. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich glücklich. Und hauen Sie rein. Und einen guten Restabend und. Man hört sich wieder. Ciao.